Gleich in der ersten Minute passierte es. Im Spiel gegen Hannover 96 prallte Gladbachs Kapitän Lars Stindl mit Hannovers Matthias Ostrzolek zusammen. Stindl wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert. Wenige Stunden später gab es Gewissheit. Der 30-Jährige erlitt einen Schienbeinbruch. Erneut muss Borussia Mönchengladbach für mehrere Monate auf den Kapitän verzichten. Es ist die nächste schwere Verletzung für den 30-Jährigen. Ende April 2018 erst hatte sich der Mittelfeldspieler einen Syndesmoseriss zugezogen und war fast ein halbes Jahr ausgefallen. Damals kostete ihn die Verletzung nicht nur das Saisonfinale in der Bundesliga, sondern auch die WM mit dem DFB-Team.